Mitten in der Eurokrise fordert die GEW mehr Geld für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Jeder weiß, dass viele Städte genauso pleite sind wie Griechenland. Ist die GEW noch bei Trost? Also selbstverständlich sind der GEW die ökonomischen Rahmenbedingungen bewusst. Aber es ist auch klar, dass die Finanzkrise durch das deutsche Lohndumping mit verursacht wurde. Und deshalb ist es an der Zeit, dass die Beschäftigten, die in den letzten Jahren Reallohnverluste hinnehmen mussten, jetzt endlich eine entsprechende Lohnerhöhung bekommen. Der Kita-Ausbau wird die Kommunen Milliarden kosten. Die GEW sagt, dass in den nächsten Jahren Zehntausende Stellen in den Kitas nicht besetzt werden können. Ist das der richtige Moment für eine hohe Lohnforderung? Die GEW hat sich immer für den Ausbau in den Tageseinrichtungen für Kinder eingesetzt, aber sie hat auch immer deutlich gesagt, Ausbau und Qualität müssen Hand in Hand gehen. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass der Arbeitsplatz so attraktiv gestaltet wird, dass wir weiterhin Kolleginnen und Kollegen für diesen Beruf interessieren können. Haben die Kommunen ein Problem bei der Personalgewinnung? Ja, es ist feststellbar, dass die großen Kommunen ein Problem haben, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, und dass sie dazu übergehen, übertariflich zu bezahlen, das heißt über den TVÖD hinausgehend bezahlen die Beschäftigten. Dies führt aber dazu, dass arme Kommunen noch größere Probleme haben und dieser unlautere Wettbewerb kann von uns nicht akzeptiert werden. Sei dabei in der Tarifrunde 2012. Mit der GEW, in der GEW. Haben die Kommunen ein Problem bei der Personalgewinnung?